Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Bei mir ist heute Mittwoch. Ich gehe jetzt gleich arbeiten. Und heute Nachmittag, beziehungsweise ich muss heute bis 17 Uhr arbeiten. Und dann, spät nachmittags, fahre ich nach Hause. Da ist nämlich der Dackel heute zu Besuch. Und da freue ich mich natürlich drauf. Und natürlich auch auf meinen Papa, meinen Onkel, meine Tante, meine Schwester. Alle, die dann da sind. Und genau, mehr habe ich auch gar nicht zu erzählen. Deswegen springen wir weiter zum nächsten Clip. Hier seht ihr mich. Es ist so rot, weil wir die Rotlichtlampe anhaben. Ich passe heute auf Henry auf, weil der... Wir wissen nicht genau, was er hat. Er ist heute Nachmittag irgendwie, hat sich ganz komisch benommen. Ruckelt immer so mit dem Hinterteil und... Ja, zuckt immer so mit den Hinterbeinen, also ganz komisch. Wir waren schon mit ihm in der Tierklinik. Die können es natürlich jetzt auch nicht super genau sagen. Sie vermuten, dass es eventuell kurz vor einem Bandscheibenvorfall ist. Und Henry soll sich jetzt erstmal 2 Tage komplett schonen. Er darf nicht laufen, also schnell laufen. Er darf nicht springen. Und alles ein bisschen doof, ne, für unseren kleinen sportlichen Dackel, der ja eigentlich zu gerne auf Sofas und Betten springt und so. Also er hat jetzt Schmerztabletten bekommen, aber er fühlt sich nicht wohl. Also das Hinterteil ruckt immer so nach hinten, als ob ihn da irgendwas sticht oder so. Wir hoffen natürlich, dass es schnell besser wird. Ja, meine Schwester und ihr Freund, die sind... die hatten Konzertkarten für heute, für Apache, und wollten das schon canceln. So, und ich habe gesagt, nein, ihr fahrt dahin, ich passe auf ihn auf, bis ihr wieder da seid. Ihr könnt ja auch nicht mehr machen. Und ja, jetzt haben wir uns bei meiner Schwester ins Bett gelegt. Ich habe den Hund festgekettet, dass er nicht aus dem Bett springen kann. Und jetzt hoffe ich, dass er ein bisschen schläft. Ich gucke nebenbei hier... bisschen Trash-TV. Ich gucke jetzt gerade noch die neueste Folge Are You The One? Und vielleicht gucke ich danach noch ein bisschen Dschungel. Vielleicht mache ich mir auch ein Hörspiel an und die Augen zu. Ja, ich hoffe, Henry kommt ein bisschen zur Ruhe und das wird schnell wieder besser. Der arme Tüdel. Hier seht ihr einen traurigen Dackel. Hallo ihr Lieben, wir haben Freitagabend. Die Woche ist geschafft. Ich muss jetzt heute noch ein kleines Workout machen, aber nur so 10 Minuten. Dann gibt's Abendessen, wenn Jan da ist, und noch ein bisschen Fernsehen gucken. Genau, ich bin froh, dass Wochenende ist. Die Woche war wieder sehr anstrengend. Ich bin einfach so müde, aber es geht so vielen so. Ich weiß nicht, ob das einfach am Wetter liegt, wobei heute, ich habe mich so gewundert, wie lange das hell war draußen. Also drin hat man zwar schon wieder Licht gebraucht, aber draußen, der Himmel war noch so schön und es war schon fast 5. Also mich sehr positiv überrascht. Ich wollte euch noch ein kleines Update geben zum kleinen Dackel. Nachdem ich euch das Video gedreht hatte, lagen wir noch so ein paar Stunden. Also ich glaube, meine Schwester kam wieder um so 20 nach 11 oder sowas. Also es ging von der Uhrzeit her noch. Und am Anfang hat Henry gar keinen Körperkontakt gewollt, was eigentlich ungewöhnlich für ihn ist, weil eigentlich hat er immer irgendwas an einem dran. Er ist auch vor allem mit seinem hinteren Teil, der ihm ja weh tat, immer weiter zurückgerutscht und weg von mir. Ich habe ihn aber auch da nicht angefasst. Und er hat halt ganz stark gezuckt immer wieder. Und irgendwann konnte ich riechen, vielleicht muss der Junge noch mal raus. Dann bin ich noch kurz mit ihm in den Garten gegangen. 1-2 Minuten, dann sind wir wieder rein, wieder ins Bett. Und dann war es ganz anders. Also dann muss irgendwas... besser gewesen sein. Er hat sich direkt an mich rangekuschelt, also so richtig mit dem ganzen Körper an mich ran. Ich lag da zum Schluss so und meine Hand ist mir 10.000 Mal eingeschlafen, aber ich wollte mich halt auch nicht wegbewegen, weil er dann wirklich tief und fest auch eingeschlafen war.
Und ja, so haben wir dann die letzte Stunde ungefähr verbracht, bis dann meine Schwester und ihr Freund wiederkamen und ihn dann übernommen haben. Ja, und die haben erzählt, die Nacht war noch relativ unruhig, aber er hat sich dann am nächsten Tag schon wieder auf den Rücken drehen können. Also wenn er wirklich ganz tief und fest schläft, dann schläft er gerne auf dem Rücken. So Pfoten, so. Und dann liegt er auf dem Rücken und das konnte er dann schon wieder. Aber er hat auch nach wie vor Schmerzen. Also sie merken das. Jetzt ist 2 Tage später, dass er einfach ja, dann unruhig wird und sie haben ja Schmerztabletten mitbekommen, auch ich glaube 2 verschiedene Schmerztabletten und dann noch einmal was für den Magen oder sowas und davon ist er halt auch sehr müde und so, also ja, es ist besser auf jeden Fall als ganz am Anfang, aber noch nicht gut und ja, wir müssen das halt weiter beobachten und hoffen natürlich, dass es nichts mit den Bandscheiben ist, dass es einfach wirklich nur irgendwas verknackst war oder ist oder ja. Genau, das soweit ich es weiß. Und ja, morgen sehe ich ihn wieder. Morgen sind wir nämlich alle zu Hause. Denn mein Papa feiert in seinen Geburtstag rein und wir machen dann gleichzeitig auch noch die Pokalübergabe. Die ist nämlich auch ja, über Weihnachten und meine Corona-Zeit und Jans Corona-Zeit und sowas auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Er hat ja das Tippspiel gewonnen von der Fußball-WM und wir haben ja Wanderpokale bei uns, so Miniaturpokale von, also einmal den Weltmeisterschaftspokal und den Europameisterschaftspokal. Und ja, der muss natürlich noch an Papa übergeben werden und das machen wir dann morgen Abend auch. Und ja, sitzen wir nett zusammen. Er hat so kalte Platten bestellt, einmal mit Käse, einmal mit Fleisch. Und sowas esse ich immer sehr, sehr gerne. Also da freue ich mich schon drauf. Und ja, wird hoffentlich ein schöner Abend, aber ich bin da ganz guter Dinge. Es ist immer schön, wenn ich zu Hause bin. Genau, so jetzt höre ich aber auf mit dem Gesabbel. Jetzt muss ich dieses Workout noch machen. Und dann habe ich alles von meiner Tafel wieder abgearbeitet. Leute, am Samstag, ist das schon wieder Samstag? Es ist Sonntag, Nina. Es ist Sonntag, auch wenn du es nicht wahrhaben möchtest. Ja, es ist Sonntag 5:30 abends. Ich habe noch 2 Punkte auf meiner To-Do-Liste. Der eine ist Abendessen, das ist der schöne Punkt. Und davor muss ich noch 2 Workouts machen. Ja, aber so kleine Workouts, die gehen meistens so zwischen 10 und 12 Minuten und sind echt machbar. Also das gehe ich an, das schaffe ich. Und ja, dann gucken wir noch ein bisschen Fernsehen und dann ja, geht's in eine neue Woche und auch in einen neuen Monat. Ab Mittwoch, glaube ich, ist dann Februar. Und der Februar ist bei mir relativ voll mit Terminen. Ich habe 3 Arzttermine im Februar, einmal Hautarzt. Ich bin wieder dran, weil alle 2 Jahre bezahlt die Krankenkasse eine Hautkrebsvorsorge. Und da gehe ich immer hin und lasse meine ganzen Leberflecken einmal angucken. Dann ist Zahnarzt dran, Kontrolle und Zahnreinigung. I hate it. Es tut immer so weh. Und dann ist auch noch Frauenarzt dran, Vorsorgeuntersuchung. Genau, dann Dienstag habe ich einen Friseurtermin, das wird dann auch in diesem Monat abgearbeitet. Blutspenden ist dann am Mittwoch, also ja, es ist doch einiges los. Und ab morgen, wenn meine Kolleginnen bereit sind, geht es wieder regelmäßig zum Zumba. Hallo am Montag, es kam noch ein Termin hinzu, den ich euch gestern verschwiegen habe. Ich musste noch spontan mit dem Auto in die Werkstatt, denn mein Scheinwerfer hat nicht mehr funktioniert. Also die Glühbirne musste erneuert werden. Und meine Tante arbeitet in einer großen
Werkstatt, wo auch eine Kfz-Werkstatt mit drin ist. Und dann habe ich sie heute Morgen gleich angerufen. Meinst du, ihr habt so eine Birne da und könnt mir das mal schnell auswechseln? Ja, konnten sie. Dann bin ich eben nach der Arbeit schnell hingefahren, musste vorher noch tanken. Ja, und jetzt leuchten wieder beide Lampen, Scheinwerfer. Es ging wirklich super schnell und meine Tante hat das praktischerweise zum Anlass genommen, dass ich sie mit nach Hause nehme. Ist für mich zwar ein kleiner Umweg, aber was tut man nicht alles, ne? Sie hat für mich das arrangiert und dann ja, fahre ich sie doch auch gerne nach Hause. Jetzt ist sie noch kurz bei der Post und beim Bäcker. Vielleicht findet sie noch was Leckeres. Da würde ich jetzt auch nicht Nein zu sagen. Und ja, genau, dann geht's nach Hause und heute Abend zum Zumba. So, es ist jetzt noch mal ein paar Stunden später und ich sitze schon wieder im Auto. Und zwar geht es heute das erste Mal wieder zum Zumba-Kurs. Bei uns im Ort findet ein Zumba-Kurs statt und ich war bisher erst einmal da, eigentlich richtig dumm. Ich glaube, das ist auch schon so 1,5 Jahre her oder sowas. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht weitergemacht haben. Oder ist es schon länger her und es kam Corona dazwischen? Aber ich meine, es gab Corona schon. Frag mich nicht, warum meine Kollegin und ich das nicht weiterverfolgt haben. Auf jeden Fall haben wir es nicht getan. Ja, aber wir wollen ab heute wieder anfangen. Der gute Vorsatz. Es ist eigentlich auch ein Katzensprung hierher. Wäre diese Umleitung nicht, ne? Ihr kennt die Geschichte. Diese Umleitung, die ich fahren muss jeden verdammten Tag mit dem Auto. Obwohl es eigentlich nur eine winzige Sperrung ist, die ich nicht durchqueren kann oder überqueren kann. Ja, die sollte eigentlich schon Ende Dezember fertiggestellt werden. Jetzt zieht sich das Ganze bis mindestens Ende März. Ja, wir kennen's, ne? Deutschland und deine Baustellen. Ja, genau. Also normalerweise wäre ich in 15 Minuten Fußmarsch hier und normalerweise wäre es nicht stockdunkel, würde ich das Ganze auch zu Fuß gehen oder mit meinem Fahrrad einfach. Dann wäre es natürlich noch schneller. Ja, und jetzt muss ich diesen Kackumweg mit dem Auto fahren. Aber auch nur wegen des Wetters und der Dunkelheit, ne? Normalerweise wäre ich nicht so faul und würde dann ins Auto steigen. Aber ja, vielleicht hört ihr den Wind aktuell. Es ist Sturm bei uns im Norden mal wieder. Und es ist einfach regnerisch und ja. Gut, ich warte jetzt auf meine Kollegin und dann soll das losgehen. Ich musste mich echt... Hört ihr das? Oh mein Gott. Es ist ein bisschen Wind. Ich hasse Sturm. Ja, ich musste mich ein bisschen herquälen, muss ich sagen, weil normalerweise so 19 Uhr fängt das Ganze hier an. Jetzt ist es irgendwie 15:45. Normalerweise bin ich dann mit meinen Tagespunkten durch, dann setze ich mich aufs Sofa und gucke Fernsehen und gehe nicht um 19 Uhr noch Sport nach. Also ja, das war ein bisschen hochquälen, muss ich sagen. Vor allem heute ist Montag und montags ist auch der Tag, an dem ich Frühdienst habe. Das heißt, mein Wecker klingelt das erste Mal um 5 montags. Ja, es ist nicht der ideale Tag, um abends noch Sport zu machen, aber ich werde das jetzt durchziehen und wenn man erstmal dabei ist, dann geht das bestimmt auch. Jo, und ja, ich mache mich jetzt mal auf die Socken. Hallo am Mittwoch. Eigentlich wollte ich gerade Blut spenden gehen, aber ich darf nicht. Ich habe einen zu niedrigen Eisenwert. Es war schon immer an der Grenze bei mir und ich habe extra die letzten Tage noch Eisentabletten genommen, aber es war scheinbar zu kurz. Jo, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und dann muss ich mir jetzt noch irgendwas zu essen suchen, weil eigentlich war nach dem Blutspenden das Armbrot eingeplant, aber ja, dann muss ich mir jetzt irgendwas anderes überlegen. Ich werde schon was finden, aber trotzdem schade. Ich hätte das natürlich gerne gemacht, ne? Aber das war heute definitiv zu niedrig und naja, wenn der Arzt sagt, ich darf nicht, dann darf ich halt nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt schon ein paar Tage später. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet hatte. Auf jeden Fall haben wir heute Dienstag. Gestern war ich wieder beim Zumba abends, also beim Zumba-Kurs. Und ja, ich wollte mich heute melden, weil es ist den ersten Tag richtig hell morgens, als ich zur Arbeit gefahren bin. Also, das ist so ein bisschen, das erzähle ich, glaube ich, jedes Jahr zu dieser Jahreszeit im Vlog, dass das so Balsam für die Seele ist, dass es morgens wieder hell ist. Und das bedeutet, wenn es jetzt noch ein bisschen wärmer wird, also wir haben heute -4 Grad,
dann kann ich auch irgendwann wieder mit Fahrrad zur Arbeit fahren. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, aber es war heute richtig schön, bei Sonnenaufgang über die frostigen Felder zu schauen. Ach, es war eine richtig schöne Autofahrt. Auch wenn ich, das erzähle ich euch auch immer wieder, diesen Kackumweg immer noch fahren muss. Und ja, die Schlaglöcher werden nicht weniger. Also ich denke mir jedes Mal so, mein armes Auto. Ja, aber es nützt ja nichts. Gut, es nützt jetzt auch nichts, dass ich jetzt aussteigen muss und arbeiten gehen muss. Ja, aber heute Nachmittag besuche ich dann nochmal meinen Onkel. Der hat nämlich heute einen Termin im Reisebüro für uns. Und mal sehen, was er da mitbekommt. Werde ich euch dann bestimmt erzählen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin eigentlich auf dem Weg zur Arbeit, aber ich habe mir gedacht, bei diesem Himmel fahre ich noch mal kurz den Umweg bis Moor und zeige euch, wie schön das hier aussieht. Hi ihr Lieben, am Freitag. Ich wollte den Vlog heute mal beenden. Ich glaube, der zog sich jetzt über echt genug Tage bis Wochen. Wir haben Freitag, Abend. Wir sind auf dem Weg nach Hause, nochmal zur Family. Wir werden da zusammen was Leckeres zum Abendbrot essen. Und Jan holt sich gerade noch einen Döner. Genau, dann werden wir noch ein bisschen sitzen, einfach nett das Wochenende einläuten. Und ja, Jan hatte heute frei, deswegen ist er da heute bereit zu. Ansonsten hätte er, glaube ich, gesagt, ne, lass mich zu Hause mein Feierabend genießen. Aber ja, genau. Ja, heute hatte ich meinen Arzttermin beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin. Ist alles in Ordnung, alles gut. War also Vorsorge ganz normal, ne? Und ja, genau. Ich bin froh, dass Wochenende ist. Die Woche in der Arbeit war irgendwie doch sehr anstrengend. Also teilweise total entspannt, aber teilweise auch, oh, wenn wieder 30 Kinder gefühlt gleichzeitig was von einem wollen und einfach nicht abwarten können. Oh, das macht mich manchmal so marmelig, wenn die so fordernd sind, ne? Und man sagt so, ja, ich habe das gehört. Gleich. Du siehst doch gerade, dass ich was anderes zu tun habe. Naja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, und ich merke auch, ich habe echt tierische Muskelkater im Arm. Ich habe gestern so ein Pilates-Workout gemacht mit Jan zusammen. Das hat er ausgesucht. Es war wirklich sehr gut. So eine halbe Stunde. War auch nicht zu anstrengend, aber doch fordernd. Aber jetzt, ja, jetzt merke ich das einfach, ne? Der Arm ist lahm und die Beine sowieso, die sind richtig müde. Aber ja, ich bin richtig stolz auf mich, was so den Sport angeht. Wirklich seit dem 2. Januar ziehe ich das richtig, richtig gut durch. Jetzt nicht super viel und lange, aber ich würde schon sagen, so fünfmal die Woche mache ich was. Und ja, das habe ich monatelang davor nicht gemacht. Gar nichts gemacht. Und ja, deswegen läuft das ganz gut. Und ich merke auch, dass es wirklich mir hilft, das Ganze einfach aufzuschreiben. Ich habe ja diese Tafel, auf die ich immer meine To-Dos schreibe. Was möchte ich im Haushalt erledigt haben? Was möchte ich sportmäßig machen? Und was sonst noch so? Und wenn das da steht und mich anfunkelt, während ich mich eigentlich abends auf die Couch setzen möchte und nichts mehr machen möchte, dann ja, arbeite ich das noch ab. Also es hat bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen bisher immer super gut geklappt und ja, ist ein guter Tipp. Also für alle, die auch eher sehr faul sind und unmotiviert, mach das mal. So, Jan ist fertig, das ging zum Glück schnell und dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und mir ein schönes Wochenende. What's up?